Servus und willkommen zurück zur Kampagne von Forts High Seas. Und ihr seht, wir hängen nach wie vor bei Land versus Meer versenkt Nemo mit diesen blöden U-Booten. Und ich würde sagen, ich habe noch ein bisschen offline probiert. Ich habe eine Idee, was ich machen kann und wie es gehen könnte. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Und ja, wir können das Vorgeplänkel uns sparen, gehen direkt hier ins Game rein und was ich brauche ist ganz schnell Tech. Und ja, im Idealfall hätte ich ganz gern Flieger, weil wir haben hier drei Stück. Ja, das ist jetzt nicht die Welt, aber wir können mit denen drei vielleicht eins von den U-Booten schon mal rausnehmen, was das Ganze schon mal ein bisschen erleichtern würde, weil dann ist zumindest mal eine Nervensäge weg. Weil der erste hat schwere Mörser, der zweite hat die Nuke, der dritte hat das Deckgeschütz und der vierte, ja, es gibt ein viertes, das habe ich lange übersehen, das ist ganz da hinten. Von da kommen nämlich die schweren Bomber. Ja, und das wollen wir nicht haben, das können wir abbauen, weil ich werde es eh erstmal lange, lange Zeit das nicht für mich nutzen können. Und jetzt wird hier noch Energie gespart ein bisschen, dass ich direkt, wenn ich hier placen kann, direkt rausknüppeln. Weil ja, hier taucht schon das erste U-Boot auf. Da ist es. Und wir können direkt die Landebahn placen. Noch bevor der erste schwere Mörser bei uns einschlägt. Ja, können wir skippen. Wir wissen, dass dann U-Boot ist. Hier mal drei Gunner noch rein. Die könnten uns noch ein bisschen den Rücken frei halten. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir schnell weiterkommen in der Tech. Weil, ja, das baut, aber die drei Flieger werden uns jetzt nicht das Game gewinnen. Also müssen wir ganz schnell versuchen, ja, nicht, dass, ja, die schweren Mörser uns den Quad zerstören. Aber wir müssen versuchen, ganz schnell noch mehr Waffen ranzukriegen. Also hier direkt die T2. Und der Plan ist es hier einfach aggressiv. Will ich gucken, dass ich hier die Flieger rauskriege und zwar eine ganze Menge an Fliegern. Hier kommen noch ein paar Tore rein. Ich will hier vorne ein paar Gunner und hinten hier in der zweiten Reihe noch die Energiekuppeln. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die nicht Blubberblasengeräte heißen. Ja, jetzt schießt er hier mit seinen Gunnern rüber. Noch sind es nur die schweren Mörser. Das ist in Ordnung. Da tauchen die Nukes auf. Hier taucht das Deckgeschütz auf. Und da hinten, das Ding muss ich gucken, das ist versenkt mit meinen drei Fliegern. Was allerdings nicht so einfach ist, weil es ist sau weit weg. Und ja, es ist halt ein bisschen Gamble. Ja, noch ist halt da. Ah, da ist eine Flak, aber alles kommt durch. Wunderbar. Und gelingt es. Kommt gut. Kommt gut. Und ja, wir konnten es direkt rausnehmen. Boah. Das heißt, hier schon mal ein bisschen Erleichterung, weil die Pathway-Bomber weg sind. Das sind diese super ekligen Assi-Bomber, die uns hier mit einem Schlag das Fort rausnehmen. Wir mussten zwar ein bisschen üben, grübeln und keine Ahnung. Oh, Gott sei Dank. Aber das hat sich gelohnt. Wir haben jetzt hier zumindest mal eine Idee, was wir tun könnten. Und der erste super Assi-Störenfried mit seinen Kackbombern ist weg. Hier sind die Minigunner. Da muss ich noch rausfinden, wo die sind. Als nächstes will ich allerdings ganz gern wirklich die schweren Mörser rausnehmen, weil die finde ich schon etwas störend. Oh, mag einer das Ding kaputt machen? Okay, es ist Gott sei Dank nicht eingeschlagen, aber ich glaube, ich baue mir hier vorne noch so einen Spot hin für so eine Energiekuppel. Weil es kann jetzt schaden. Ja, rausnehmen bitte. Ja, das ist nicht ganz rausgenommen gewesen. Naja, man kann ja Sachen unterschiedlich interpretieren. Hier noch ein paar Flieger, weil mehr ist immer gut. Nochmal einen Gunner ins Spiel bringen. Ah, okay, das ist zu kurz. Damit kann ich leben. Und hier nochmal eine Energiekuppel. Energiekuppel, kein Blubberblasengerät. So. Das passt alles. Da die Minigunner. Oh, toxisch, toxisch. Aber alles gut. Boah, ist halt gerade nochmal so gelangt. Und die nächsten
Dinger kommen, aber die Gunner werden einfach hier ganz schnell nachproduziert. Hier nochmal im Propeller bei. Und ja, die Energiekuppel hier vorne hat mir einen Bombus gerettet. Jo, die Gunner, die machen so ein bisschen drunk in ihrer Arbeit. Ah, das sind zwei Deckgeschütze. Mhm. Okay, gut zu wissen. Minigunner, toxisch. Toxisch, toxisch. Aber noch alles im Rahmen. Ah, ich... Ja, hab oben nochmal einen Gunner verloren. Ich muss jetzt einfach nur kurz warten. Boah, Schwein gehabt. Dass hier nochmal ein paar Flieger fertig werden. Weil 5 Flieger klingt doch für mich eigentlich sympathischer wie 4. Und dann kann ich gucken, dass ich... Ja... Bei der Nuke sehe ich nicht, wo das Ding herkommt. Das ist doof. Ah, oh, 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 oh. Okay, nochmal rausgenommen. Schwein gehabt. Ich muss sagen, das sah gerade ein bisschen übel aus. Ich baue mal noch eine Batterie, weil ich muss ja eh gleich noch ein bisschen was nachproduzieren. So, Flieger sind ready. Ich würde echt gern das da rausnehmen. Oh, oh, Nuke. Ja, Energiekuppel blockt die Nuke. Finde ich gut. Jetzt muss das da... Ah, da hinten sind die Swarms auch noch. Okay, das sind Swarms und Deckgeschütze und alles Mögliche. Ja, das muss weichen. Das muss weg. Ich hoffe, dass es langt. Oh, alles viel zu weit. Ja, das war eine Deckkanone. Ja, der Schaden ist gut. Okay, ich darf nicht so schnell rüber gucken. Also... ich muss mich auf mein eigenes Boot konzentrieren. Da habe ich genug gerade zu tun. Wo brenne ich da unten noch? Okay. Oh, wir haben ganz viel Anti-Air verloren. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, die Minigunner sind nach wie vor toxisch wie Sau. Ja, okay. Nochmal Flieger nachproduzieren. Wir haben jetzt ein bisschen Ruhe in Anführungsstrichen von da hinten. Aber hier kommt eine Nuke, oder? Nee. Es sind nur Swarms. In Anführungsstrichen nur Swarms. Ja, aber die kann ich ja nicht deffen. Der schwere Mörser kann auch nicht gedefft werden. Unangenehm. Hm. Ja, das Blubber... Ha, Energiekuppel. Nicht Blubberblasengerät. Ja, die, diese Kackmörser. Ach, Mörser sag ich. Minigunner. So. Hm. Vielleicht sollte ich doch das vordere Ding jetzt rausnehmen, weil ich habe ja gesehen, ja, weg damit, dass die Minigunner auf dem vorderen Schiff sind, wo auch die Mörser sind. Jo, läuft. Vielen lieben Dank, habe ich eh nicht gebraucht. Aber immerhin sind die Bomber weg. Und das ist für mich schon mal wichtig. Warum machst du dein Tor auf? Mach dein Tor doch mal zu. So, wir kommen noch mal ein bisschen ins Spiel, ein bisschen Ruhe. Ja, nicht wirklich. So, wir brauchen noch mal ein bisschen was für Energiekuppel. Genau. Hier geht noch mal ein Gunner drauf. Damit kann ich leben. Vielleicht würde ein Sandsack helfen. Wer weiß. Okay. Das sind noch mal ein paar... wie heißen sie? Nighthawks. Nighthawks? Nighthawks? Thunderbolt. Ja, Nighthawk, Thunderbolt. Fast dasselbe. Fertig. Gut. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. So, und jetzt würde ich ganz gern tatsächlich das erste Ding da rausnehmen. Hier mit dem Minigunner und den Mörsern. Weil der Minigunner geht mir echt hart auf die Nerven. So, es sind 4 ready. Ich warte noch auf die anderen. Schiffsschwarmraketen wäre auch eine Überlegung wert, finde ich. So, die Sandsäcke sind weg. Wie auch immer der hinter dem Metallding kaputt gegangen ist. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall aber noch eine Fabrik. Weil wir müssen ja Orbitallaser bauen. Und wir müssen auch ein U-Boot mit einer Paveway-Bombe treffen. Da würde ich am liebsten das dann nehmen, weil ich glaube, das macht am meisten Bums. Das ist weg, Gott sei Dank. Das macht die Mission in Anführungsstrichen einfacher, wenn sie trotzdem noch immer super nervig ist gerade. Ich hoffe, dass wenn der Minigunner weg ist und meine Anti-Air damit am Leben bleibt, dass es angenehmer wird. Hier hinten, das Deckgeschütz wird gerade nicht mehr nachgebaut, wie ich sehe. Das ist sehr angenehm, finde ich. Und ja, vielleicht sind wir gerade auf einem guten Weg, dass wir die Mission endlich mal überleben. Es hat mich offline noch ein paar Versuche gebraucht und ja, also, es ist halt ein Gamble. Ich habe es probiert, direkt das
Schiffchen da hinten mit den drei Fliegern, die man hat, rauszunehmen. Ich habe das ein paar Mal probiert offline. Also hier ohne Aufnahme und das war. Ist eigentlich nie gelungen. Und jetzt muss ich hier gucken, dass ich gut aime. Ja, ein bisschen zu weit. Hier ist das besser. Das ist gut. Ja, und zack, 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 zack. Ja, das nächste Ding ist raus. Wunderbar. Jetzt ist der Minigunner weg. Und ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen Ruhe reinbekomme. Und eventuell jetzt hier mal Butter bei die Fisch. Weil ich muss ja, oh kacke, ich muss hier noch so ein Deckgeschütz hier noch wieder bauen. Das habe ich ja verkauft, das erste. Irgendwo brenne ich, da vorne brenne ich. Okay, Deckgeschütz. Ja, da müsst ihr weichen. Ist das eine Nuke? Ja, was? Alter, block mir bloß die Nuke. Ich habe keinen Bock, dass mir das Ding das ganze Game verkackt. So, 1, 2, 3. Und der vierte wird der Paveway-Bomber. Der soll dann hier das Ding zerstören. Und dann kann ich hier mich darum kümmern. Und ja. Ja, das ist doch schon mal entspannter. Jetzt hat auch hier die Tech. Das heißt, ich kann da oben rein theoretisch eine Flak reinbasteln. Ja, wunderbar. So. Ich kann hier nichts hinbauen. Klasse. Da oben kommt eine Flak rein. Ah, da unten, ich will in eine Energiekuppel. Energiekuppel heißt das Gerät. Merken, wichtig, wird nachher abgefragt. Boah. So, hier noch ein paar Swarms. Konnten gut geblockt werden, alles fein. Und jetzt muss ich gucken, dass ich mein Fort so weiter nach oben baue, dass ich hier weiter vernünftig Anti-Air habe. Stabil stehe und aber mir gleichzeitig noch so in Deckgeschütz jetzt leisten kann. So. Das wäre die Nummer 1. So, das hätten wir. Boah, da ist die Nuke reingekracht. Ehrlich. Das darf ruhig öfter passieren mit dem Gegner. So, ansonsten hier nochmal Strahlmunition. Das ist auch nicht verkehrt. Hier dann. Oh. Wenn es schon passt, dann dahin und dahin. So, jetzt läuft der Lachs doch. Jetzt sind wir gut im Rennen. Jetzt sind es nur noch zwei U-Boote. Und der ist schon beschädigt. Der da hinten hat nur noch hier die Swarms. Und hier ein Sniper. Das Deckgeschütz hier feuert gar nicht mehr. Und da ist auch nicht wirklich viel. Ja, wir sind gerade gut dabei wieder. Oh, das freut mich sehr, nachdem ja die ersten Versuche, wie ihr es erlebt habt, ja, ein schöner Griff ins Klo waren. Na, die Flagge muss hier kurz weg. Verkauft wird die nicht. Die ist einfach wertvoll. Und jetzt hier, Orbitallaser. Ich muss hier zwei Stück gleichzeitig abfeuern. Ja, das heißt, ich muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen was an hier Strahlmunition produzieren und bauen, zumal ihr lange braucht. Und ja. Natürlich ist es kaputt gegangen, aber nicht so tragisch, alles gut. Die Flak feuert auch. Ja, Gunner ist weg. Alles entspannt. Sagte er und da kam die Nuke. So. Möchte mir einer sagen, wie die Nuke hier durchgekommen ist? Möchte irgendjemand sich den Hut anziehen und mir versuchen zu erklären, wie die Nuke hier durchgetaumelt ist? Ja, nein, vielleicht, Banane? Warum bezahle ich euch eigentlich? Und ich glaube, ich habe jetzt mit den Fliegern einen ganz beschissenen Winkel. Aber mein Bomber ist fertig, das ist gut. Orbitallaser kann auch produziert werden. Ja. So. Na, es geht noch. Hier muss ich gucken. Passt das? Oh, kacke. Ja, ein Stückchen zurück. Dann passt das. 1, 2 und 3.
Und? Nein! Ich hab doch nicht so viele Bomber gebaut. Oh, ihr seid solche Assis. Aber immerhin stimmt der Winkel jetzt. Ah, ich brauche eigentlich nur zwei, die die Anti-Air vorab baiten. Und dann ist gut. Oh, ihr Arschgeigen. Ja, komm, machen wir es mal so. Gut. Ja, ich weiß. Was war auf Englisch jetzt? Schön. Mit dem Aim Assist. Ja, den hätte ich ganz gern noch. Ja. Das heißt, ich brauche hier noch ein Upgrade Center. Dann sind hier oben schon mal die beiden. Kann ich davon noch was bauen? Ah, nee. Der hat freies Schussfeld. Der hat freies Schussfeld. Da steht ja nur feuere zwei gleichzeitig ab. Da steht nicht, dass beide treffen müssen. Oder dass einer überhaupt treffen muss davon. So. Das passt wunderbärchen. Was wurde hier beschossen gerade? Egal. Alles gut. Es läuft. Jetzt ist die Mission doch mal entspannt. So, die beiden Laser sind fertig. Ich bin einfach mal so ganz dreist und schieß einfach mal. Ey. Ich habe die beiden gleichzeitig abgefeuert. Okay, das zählt anscheinend tatsächlich nicht. Ich muss wirklich was treffen damit. Gut, schade. Das macht es schon mal ein bisschen komplizierter. So, und jetzt bauen wir nochmal zwei Bomber und ein, also zwei Thunderbolt und einen Nighthawk. Und dann können wir hier nach und nach die Sachen versenken. Vor allen Dingen ist es geil, dass der jetzt jedes Mal bei ihm ins Kreuz schießt. Das ist einfach so räudig. So, läuft aber ganz gut jetzt. Jetzt können wir nochmal ein bisschen entspannter spielen. Unser Metall ausgeben. Ja, wir haben das Upgrade Center, das heißt, wir können hier auch noch die Zielhilfe mit installieren. Der Bomber ist fertig. Wir müssen jetzt nur gerade warten, bis hier die Salve durchgeht. Weil ansonsten schießen unsere Sachen uns die Thunderbolt und Nighthawk weg. Das wäre uncool. Und komm, mach Start. Und ja. Ganz entspannt. Und eins, zwei, drei. Ja, ich habe ein U-Boot getroffen mit einer Pave-Bay-Bombe. Ich habe zwar richtig bescheiden getroffen, aber ich habe es getroffen. Und das ist alles, was zählt. Na, komm. Langt das, um es zu versenken vielleicht? Der Tor ist offen. Ja, hat gelangt. Geil, die eine Bombe kam präzise durch. Wunderbar. Dann nochmal 1, 2, 3 und ein Bomberlein. Zack und zack. Herrlich. Jetzt ist nur noch das da und feuere zwei Orbitallaser gleichzeitig. Und ja, hier, das Ding soll ich zerstören. Gar kein Thema. Ja gut, die Repair Station bringt mir so nichts. Und mal ganz kurz gucken, wenn ich die beiden so schieß. Ich mach einfach mal. Okay, nein. Okay. Gut. Das passt aber, das heißt, ich muss nur noch auf die Munition warten jetzt. Das war eigentlich saudumm gerade von mir, merke ich. Ja, egal. Gut, das heißt, ich warte auf die Munition jetzt. Und wenn die Munition durchgelaufen ist, versuche ich einfach das Ding zu treffen. Weil, okay, ich kann auch das da jetzt eigentlich treffen. Ich müsste dann hier nur in kleinen Ticken weiterschießen. Rein theoretisch bei 37. Dann mache ich dich mal auf die 1. Dich auf die 2. Und dich auf die 3. So. 20 kann ich auch bauen. Genauso wie Firebeam.
wäre eigentlich eine Möglichkeit, um das Ganze zu covern, dass es ankommt. Wäre vielleicht gar nicht mal so doof, ehrlich gesagt. Ah, sag bloß, hab. Ja, okay. Dann mach es halt so. Ist jetzt ja auch Wumpe. Aber immerhin, die Mission läuft. Wunderbar. Das heißt, hier passt das Ganze. Und hier müsste ich einfach auf 37 hoch. Ja, dann ist das Ganze Wunderbärchen. Ja, gut, die Flusshöhe kann ich mit dem Laser nicht covern, weil der Laser ist halt wieder drüber. Aber ja, ich kann mal schauen, ob ich das hier versenkt bekomme. Zack, zack, zack. Oh, da ist schon der Pathway-Bomber. Ja, netter Damage. Jetzt hätte ich ganz gerne noch ein Follow-up in irgendeiner Art. Oh, da ist noch einer übrig. Und. Okay, da unten ist noch eine Flak, das ist unfreundlich. Aber gar kein Thema, wir haben gut Schaden gemacht. Und jetzt ist es quasi nur noch in Abarbeiten der Ziele hier oben. Weil der Pathway-Bomber hat getroffen, die zwei Orbitallaser gleichzeitig abfeuern und in die Verteidigungsanlage eindringen. Gut, das ist ready. Dann wirst du meine 3. Obwohl, ich kann eigentlich hier einfach einen rüberschicken. Ja, und hier einfach auf Nummer sicher gehen. Kommen jetzt zwei? Ja, wunderbar. Das hat ich auch erledigt. Geil. Jetzt muss schon noch das Ding hier. Ja. Das wird jetzt nicht so das Problem. Das bombe ich hier in Grund und Boden. Ja, und hier. Schön einfach kurz mal geaimt. Sehr toll. Okay, aber wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen was gelernt aus dem letzten Mal. Und so schlimm war es am Ende gar nicht. Also es ist schon super nervig und es war halt ein Gamble, dass es geklappt hat mit diesen drei Fliegern versenken hinten das super Assi-Nerve-U-Boot. Aber ja, wenn das Ding weg ist, ist die Mission, sage ich mal, nicht einfach, aber wesentlich einfacher. Und hier geht auch nochmal was. Ja, unten ist die Flak noch drin, die würde ich gerne rausnehmen, bevor ich probiere mit dem. Ja, hier mit der Munition nochmal reinzuhalten. Passt das? Ja, passt. So, jetzt nur noch einmal ganz kurz grob aimen. Das sieht doch gut aus. Und jetzt Flieg und Sieg! Flieg und Sieg, mein kleiner Schatz. Und? Oh nein, ich habe zu weit geschossen, ernsthaft. Ja, ich habe zu weit geschossen. Oh, ich bin so. Oh, nö. So, Pathway-Bomber, komm. Du wirst aber, komm. Werf die Bombe präzise in die Lücke da rein. Komm. Nein. Ach, Mist, das heißt nochmal warten, bis die Munition fertig ist. Doof. Aber die Mission haben wir jetzt in der Tasche. Da kann jetzt nichts mehr schief gehen. Es ist nur noch das bisschen, wo wir jetzt nicht hier dran klatschen sollten, sondern am besten hier dran. Und dann ist der ganze Lachs auch gegessen. Jo. Und dafür, dass wir bei der letzten Mission so Probleme hiermit hatten, was einfach nur super assi war, meiner Meinung nach, ging das eigentlich jetzt ganz gut. Die Flak ist raus. Wunderbar. Die Energie fehlt uns gerade, weil die drei Schlote im Upgrade sind, aber. Haben wir gleich, ihr seht es da unten, 433, alles gut. Es kommt nochmal ein Lebenszeichen von den Gunnern, aber das ist ein Witz. Ja, die Flak da unten ist nicht da, der Gunner ist Geschichte. Und wenn die Munition fertig gebaut ist, was Gott sei Dank nur noch ewig und 3 Tage braucht, dann ist ja die Mission auch vorbei. Hier nochmal Bomber, soll nicht langweilig werden auf der anderen Seite. Bum, 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 bum. Ach, da sind auch Minen. Sieh mal einer an. Haben die da einfach Minen? Kann ich die kaputt machen? Oh ja. Oh. Ja, vor allen Dingen. Das kann nicht schaden. Das braucht dann auch länger, um die Anti-Air aufzubauen. Das heißt, wenn die Munition durchgelaufen ist, kann ich gleich erfolgreich finishen. Ich baue mal gleich noch die nächste. Weil jetzt rede ich noch von erfolgreich finishen, aber.
Ihr kennt das Spiel ja. Nicht immer klappt das, was man sich so vornimmt. So, und du einfach in Ticken kürzer. Du warst eben bei 82. Ich nehme es einfach mal. 80. Und jetzt komm, Mondstein, Flieg und Sieg. Und? Dein Ernst, schon wieder zu weit. Puh, okay. Ja, keine Worte mehr. Ich würde sagen, ja. Die Mine ist weg und 80 war einfach zu dolle. Jetzt hat hier einfach das Konstrukt vorne gefehlt, um das Ding richtig zu connecten. Geil. Paveway Bomber. Komm, du ein Ticken kürzer. Und jetzt in die Lücke rein. Komm, probier's. In die Lücke rein. Nein. Das war nicht die Lücke. Ach, ich weiß, es könnte so einfach sein. Und ihr denkt euch das auch. Was stimmt da mit dir nicht? Mach doch mal was für das Geld, was du nicht kriegst. Aber, Leute, ich probier's schon. Ich bin froh, dass ich soweit bin, aber es klappt einfach nicht. Wieso? Die Strahlmunition ist gleich ready. Ich baue schon mal die nächste nach, weil wer weiß, ob ich verschieß. Und wenn ich die jetzt auch verschieß, dann seht ihr einfach den Rest von der Mission im Zeitraffer und mir gehen wieder einfach online, wenn wir diesen Mist hier beendet haben, weil wir haben die Mission beendet. Es geht nur noch darum, diesen Kern zu treffen. So. Und jetzt einfach mal schön entspannt bei 76. So, Mondstein, flieg und sieg oder stritt dir in den Arsch. Geht doch. Danke. Und? Oh, Halleluja, geht doch. Endlich. Gut. Nachdem wir hier so gestruggelt sind letztes Mal, geht's jetzt schön weiter. Ja, komm, versenkt Nemo. Blub, blub, blub. Weg mit dir. Greif die BPO-Megabasis an, während du unter vulkanischem Bombardement stehst. Jo, klar. Läuft, warum denn nicht? Verteidige dich gegen vulkanische Feuerbälle und infiltriere die BPO-Basis. Deaktiviere Kommunikationseinheit. Deaktiviere Kommunikationseinheit. Entweder fehlt er in die oder in EN hinten für Mehrzahl. So, das ist komisch. Verschaffe dir Zugang zur Basis, bevor du beide Forts zerstörst. Land vs. Meer, Magmastrahl. Das klingt eklig. Gehen wir mal rein, mal gucken, wie schlimm es wird. Und? Was in Hades Namen geht hier vor? Wo ist das ganze Öl? Ihr Militärtypen seid so engstirnig. Versteht mich nicht falsch, Öl ist großartig. Damit kann man eine normale, freiheitliche und SUV-durstige Demokratie wirklich unter seine Fuchtel bekommen. Aber um sie wirklich in die Knie zu zwingen, braucht man Tektonik. Tektonik? Das Fokussieren der richtigen Energiemenge auf den richtigen Vulkan verursacht eine Verschiebung der tektonischen Platten. Das lässt Erdbeben entstehen. Was Tsunamis auslöst, die groß genug sind, um Küstenstädte zu zerstören. Und dies ist der richtige Vulkan? Jetzt kapierst du es. Das muss ich dir lassen. Das ist ziemlich grandios, du verrücktes Punkt, Punkt, Punkt. Danke, aber die Ehre gebührt nicht nur mir allein. Sein Vater hat geholfen. Dieser Typ hatte großen Anteil daran. Papa? Was haben sie mit dir gemacht? Wir haben sein Potenzial freigesetzt. So ein Verstand sollte nicht durch die Bürde von Moral und Ethik belastet werden. Papa, sei stark, ich werde dich holen. Nur zu, du bist nicht nur Visier meiner Deckgeschütze und Thunderbolts, sondern sobald wir unsere Kommunikationssysteme hochgefahren haben, werden flammende Felsbrocken auf dich herabregnen. Richtig, Leute, wir müssen diese BPO-Basis mit einem Kontrollprojektil infiltrieren. Aber zuerst müssen wir einen Weg finden, diese Sprengtür zu öffnen. Achso, diese kleine unauffällige Tür. Oder wir könnten einfach alles zerstören. Diese Produktionsstätte verfügt über einige Fortschrittstechnologien.
könnte als Feuerwehrbasis nützlich sein. Auf Kampfstation. Verteidige dich gegen vulkanische. Oh Gott, das läuft schon. Okay, ich baue einfach mal ein paar Gunner. Deaktiviere Kommunikation, verteidige dich gegen. Verschaffe dir Zugang zur Basis, bevor du beide Forts zerstörst. Also, ich muss erst da rein. Nee, verschaffe dir Zugang zur Basis, bevor du beide Forts zerstörst. Du musst doch da rein. Hä? Das checke ich gerade nicht. Aber wir werden es im Laufe der Mission herausfinden. Und ich weiß nicht, warum da ein Timer abläuft. Aber ich habe einfach mal ein paar Gunner gebaut, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gunner gegen die BPO nie verkehrt sind. Und die Mission, die sieht jetzt schon richtig eklig aus. Ja, es kommt noch ein geiler Timer. Ah, da kann ich mal ein bisschen Metall verkaufen, das brauche ich nicht. So, was ist Zero? Oh je. Yeah. Ah. Okay. Gunner, macht was. Okay. Okay, die Gunner haben echt geholfen. Cool. Hätte ich so nicht gedacht. Hört auf mich zu schießen. So, die Flagge kommt mal weg. So, deaktiviere Kommunikationseinheit. Das heißt, das Ding muss weg. Soweit, so gut. Das ist schon mal gar nicht mal so schwer und klar wie Kloßbrühe. Jetzt kommen die nächsten. Und ich glaube, der wird noch ein paar Mal öfter explodieren. Aber wir haben ja ein paar Gunner am Start. Oh! Okay. Ich wollte gerade sagen, möchte jemand auf die Feuerbälle schießen, die bei uns aufs Fort drauf fallen? Gut, das hat nochmal geklappt. Hier kommt nochmal Energiekuppel hin. Einfach nur für den Fall, dass die Gunner vielleicht mega drunken sind. Hier kommt auch nochmal einer hin. Da wollte niemand eine Tür haben. Und zack, zack. Und noch eine Energiekuppel. Metall und Sandsäcke. Zack, zack. Okay, bisher steht die Anti-Air ganz gut. Und ja, Kontrollmunition für das Ding. Was soll ich das da machen? Auf jeden Fall brauche ich hier ja beides für die Kontrollmunition. Ich verstehe es noch nicht ganz, ich probiere es aber einfach mal. Ich will jetzt erstmal gucken, dass ich das mit den Thunderbolts zerstöre. Ist da oben die Tür auf? Okay. Dann ist die Frage, wenn ich das zerstören sollte erfolgreich, kriege ich dann ein bisschen Zeit. Ich verkaufe das mal. Da war die Energiekuppel sehr hilfreich. Denkt dran, Energiekuppel heißt das Ding. Nicht Blubberblasengerät. Auch wenn Blubberblasengerät viel eingängiger ist. So, mal gucken. Wenn das so hinkommt, wäre das toll. Oh ja. Und? Oh. Jetzt hat er da wirklich mir ein paar Bomber entgegengeschossen. Ja, okay, die fliegen alle sehr, sehr tief. Ja. Oh oh. Okay, der Schaden von den Dingern hält sich in Grenzen. Das ist halt super nervig. Aber ich habe gedacht, die hauen da jetzt komplett einmal durch mein Schiffchen durch. Aber das ist in Ordnung. Das ist noch in Ordnung. Komm. Neue Kuppel. So. Und ist da oben noch auf? Das sieht so aus, als ob das auf wäre. Nee. Hier ist aber nicht auf. Hm? Oh, da ist eine Flak. Die können wir doch rausnehmen, sicherlich. Ja. Nein. Weil die Flak, die hätte ich nur ungern. Komm. Hm. Nein. Ja. Wunderbärchen. So. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich irgendwie dieses
Gerät installiere. Einmal ein bisschen Auftrieb noch, wäre ganz toll. Komm, ja, danke. Dann hier. Dich brauchen wir ja noch und die Kontrollmunition dürfen wir nicht vergessen. Ich denke mal, ein Schuss wird auf jeden Fall reichen. Es ist ja nichts, was abgeschossen werden kann. Und hier. Ah, zu hoch. Ah, zu tief. Zu tief. Und. Oh, da kommen Flieger, da kommen Flieger. Dies. Ah, okay. Aber alles noch im Rahmen. Munition. 1, 2, 3, 4. 5, das sieht doch gut aus. Alle Gunner feuern. Energiekuppel, ja, arbeitet hervorragend. Sehr schön. Ansonsten muss ich mich hier neu aufstellen. So. Da habe ich die Munition für. Und geht das? Ja, läuft. Das ist auch unzerstörbar. Was sollte hier passieren? Geil. So. Das heißt für mich hier zack, zack. Und ich baue dann nochmal Gunner nach hier oben. Das Ding kann verkauft werden. Und ich hätte gerne ein paar 20s. Das kann auch verkauft werden. 20 mm. Und komm, noch eine 20 hätte ich ganz gern. Oh oh. Ja, okay. Aber. Das war knapp. Deckgeschütz. Deckgeschütz sage ich. 20 mm. Ja. So. Oh, gut, danke. Einmal ein Pop ist gerettet. So, und? Können wir das Ding rausnehmen? Ja, wunderbar. Das heißt, wir dürften uns vor den Felsbrocken jetzt geschützt haben damit. Und das nächste Problem ist jetzt, dass ich nicht... Au. Okay, sehr schön. Ja, wir müssen hier nochmal nachbasteln. Ja, wir dürfen nicht mehr machen, okay. Und eine Energiekuppel kommt dahin. Und hier kommt der 20 mm ist bereit. Und ganz ehrlich, ich habe mich so sehr damit geärgert. Es ist mir so eine Freude, mal zurückzuschießen. Ja. Nicht kollabieren. Also, das wäre super, wenn du nicht kollabierst. So, zack und zack. Ja, geil. Ich weiß, die Entfernung ist riesengroß und es bringt eigentlich fast gar nichts. Aber es tut mir gut. So, und jetzt ist die Frage. Verschaffe dir Zugang zur Basis, bevor du beide Forts zerstörst. Das Problem ist, das ist hier an das Fort gekoppelt. Ah, das heißt, ich muss nur das zerstören, das da unten gar nicht. Okay. Eben verstehe ich's. Warum ist da Schaden entstanden? Aua. Aber gar nicht mal so schlimm. Wir können hier einfach noch ein bisschen was beibauen. Und ja. Zack. Und zack. Ja, ist doch alles entspannt. Alles easy. Einfach schön entspannt. Und hier nochmal mit den 20ern hinterher. Mein Problem ist, da ist halt nicht viel, wo ich treffen kann. Von da oben starten die Bomber. Okay. Das heißt, wenn ich die Brücke da oben zerstöre, ist der Spaß raus. Ist der Paveway fertig? Ja, ist er. Gut. Das heißt, ich kann mal vortesten.
Ob das passt? Okay, jetzt nicht unbedingt. Energiekuppeln arbeiten hervorragend. Ja, passt. Zack und zack. Oh, bitte, 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 triff gut. Warum ist jetzt ausgerechnet hier eine Lücke? Oh, wie ärgerlich. Naja, was soll's. Dann auf ein neues nochmal Flieger gebaut. Und wir halten hier mit der 20er einfach mal ein bisschen höher jetzt. Einfach schön oben rein. Wir haben die Landebahn offen. Und ich habe keinen Sniper. Schade, schade, schade. Ich muss einen auf jeden Fall nachproduzieren. Also irgendwann mal produzieren generell. Da ist ein guter Spot. Da hockt er auch schön hoch. Zack und zack. Weil wenn das Ding schon offen ist, dann würde ich es auch gerne zerschießen. Ah, wäre zu. Aber ist kein Beinbruch. Die 20s sind ready. Und wenn es gut läuft. Oh Gott, die ist so kürzer eingeaimt. Okay. Da läuft nichts mehr gut bei dem Ding. Das ist krank durch und durch. So, aber hier nochmal ein Pavebay-Bomber. Und dann. Ah, komm. So ein paar lustige Schiffsschwarmraketen. Die gerne da hinten kann ich verkaufen. Weil die. Weil der Vulkan wird ja nicht mehr angesteuert, weil das Ding kaputt ist. Und ich muss nur das Fort zerstören. So wie das aussieht, würde ich halt einen Orbitallaser anbieten. Aber da muss ich erstmal irgendwo einen Spot kriegen. Und hier ist erstmal die Nukes. Oh. Ah, hält sich in Grenzen, ist in Ordnung. Jetzt aber hier wirklich erstmal die Nukes ins Spiel bringen. Weil, ganz ehrlich, ihr habt mich so oft geärgert in der letzten Mission mit Schwarmraketen. Mit Nukes, mit allem Mist, was ihr hattet. Und das können zwei. So, können wir jetzt bitte das Ding da aufmachen? Nein? Schade. Achso, stimmt ja, da habe ich ja auch noch. Was ist das denn? Ach, das ist Orbital-Schweifmunition. Kann ich da vorne irgendwie das Ding hinbauen? Ich kann da nicht draufbauen, schade. Aber ich kann hierbei bauen. Ja, das funktioniert wunderbar. Das heißt für mich, zack, 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 zack. Und ich kann hier hinten dann mein Geschütz basteln. Steht mein Fort noch? Irgendwas jammert? Okay, alles gut. Und zack. Ja, da kann man es hinbasteln. Dann bekommt es noch eine dezent kleine Tür. Ist mir aber vollkommen Jacke wie Hose. Und ja, noch eine Energiekuppel, falls irgendwas sein sollte. Kann ja nicht schaden. Der Sniper schon wieder raus, aber gar kein Thema. Und die 20s, die ruhen. Das sollen sie nicht. Hm? Ja, passt. Gut. Jetzt kann ich hier oben noch ein bisschen reinhalten. Ich weiß, ja. Dass da die Munition ist. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und es brennt so schön. Ich hoffe, es bricht. Ah, Kacke. Es bricht nicht durch. Wäre auch zu schön gewesen, ehrlich gesagt. So, hier rein. Okay. Nein! Ach, jetzt reißt der ganze Lachs einfach ab. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So, dann. Flack, flack. Oh, natürlich kommt jetzt hier auch noch gut Damage durch. Das ist unangenehm. Ja, mit dem Pavebay-Bomber werde ich da nicht starten. Wir haben viel mehr Ressourcen. Schade. So. Aber Gott sei Dank kommt da gerade gar nicht mal so viel durch. Letzte Mission war viel, viel ätzender, ehrlich gesagt. Zack. Zack. Ah, komm. Oh. Sollte ich nicht so oft mitnehmen, so ein Ding?
Da, schon unangenehm. Halten wir mal oben rein. Ja, das Energieschild bringt gar nichts, die Energiekuppel. Schmerzhaft. Das muss weg. Die bringen mir gerade gar nichts. Zack, zack, zack. Okay. Hier nochmal. Genau, weil jetzt blockt das Energieschild auch, weil es gepeilt hat. Mein Kumpel da vorne kriegt das nicht auf dem Appel. Ich muss da was machen. Ja, Flieger, die Bomben abgewehrt. Sehr schön. Und ich glaube, ich muss hier wirklich mit Firebeams arbeiten. Die sind einfach billiger als die 20. Und ja, zielführender. Genau, weil jetzt arbeitet auch endlich der Schildgenerator. Ja, und das passt das. Und ich muss eigentlich nur hier oben den Orbitallaser reinkriegen. Nur in Anführungsstrichen. Und jetzt erstmal wieder auf die Füße kommen, weil die Treffer waren jetzt schon eklig und haben doch gut Damage gemacht. So, dass der Paveway halt hier startet, ist ein bisschen unangenehm und doof, aber ist halt jetzt so. So, ich brauche auch keine Türen, weil... Warum? Ich brauche keine Türen. Ich kann mit dem Firebeam vielleicht hier oben reinhalten. Vielleicht, wenn ich zwei hätte, im Wechsel immer oben rein. Und das Ding abfackeln, das wäre vielleicht eine Idee. Ja, rausgenommen, also Energiekuppel. Und ja, alles entspannt. Hier kann ich auch mal verkaufen. Das ist ja eigentlich alles. Ja, das sind ja alles Ressourcen, die brach liegen. Hier kannst du in der Upgrade Center noch rein. Wunderbar. Und zack, und zack, und zack, und zack. Danke. Flack, 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 flack. Ja. So, da haben wir einen Laser. Und wir haben kein Aim. Mist. So. Ja, genau die Landebahn will ich treffen eigentlich. Aber Gott sei Dank hat er nie mehr als drei Flieger gerade. Energiekuppel arbeitet, beide arbeiten hervorragend. So. Die Flieger sind nochmal ready. Ja, dann komm. Weil es so schön war, einfach noch ein paar mehr. Und du kriegst dein Upgrade. Ah ne, ich muss noch warten. Okay. Du bekommst noch kein Upgrade. Noch ein Schlot gebaut. Und ja. Du bekommst. Und. Ja, da ist die Landebahn. Sehr schön. Und. Da ist keine Landebahn. Gut. Hier kommt das Upgrade für die Zielhilfe, weil ich will irgendwie da oben connecten. Und dann ist das da offen. Dann kann ich hier wahrscheinlich. Ah ne. Ich muss da 400 rein. Noch nicht. Oh nein, 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 nein. Warum wird das denn jetzt beschossen? Kannst du das bitte ignorieren? Das wäre ganz toll von dir. Danke. Da ist nichts. Da ist nichts, was dich umbringen möchte. Ist alles gut. Wir sind weiterhin Freunde. Unter Freunden macht man doch sowas, oder? So. Jetzt kann ich gucken, dass ich die Anti-Air hier ein bisschen trigger. Weil der... Oh, der Payfair-Bomber kommt durch tatsächlich. Oh, das ist schöner Damage. Ja, der Damage ist schön. Und... Der Mondstein kommt an. Geil. Jetzt läuft es auch ganz gut. Einmal da durch. Jetzt geht die Tür auf. Genau. Das heißt, es müsste jetzt das hier erfüllt sein, wenn das Tor auf ist. Oder? Und dann kann ich da einfach drüben auch nochmal mit dem... Ja, mit dem Orbitallaser rein. Und... Verschaffe dir Zugang zur Basis, bevor du beide Forts zerstörst. Ist doch gemacht. So, und jetzt mache ich einfach mal das andere Fort hier.
kaputt. Ja? Ja. Na, der Mondstein kommt nicht an. Schade. Ah, aber. Ja. Der Payfrey-Bomber vielleicht? Ah. Hup. Okay. Und jetzt? Okay. Ich hätte. Ich dachte, ich infiltriere die BPO-Basis. Heißt, dass ich mich hier connecten muss. Oh, Leute, das war wieder ein bisschen umständlich geschrieben, aber mir kam weiter. Oh, du hättest nicht kommen sollen, Sohn. Keine Sorge, er wird nicht lange bleiben. Vielleicht bleibt er länger. Keinen Schritt weiter, Captain. Locker bleiben. Hier muss niemand verletzt werden. Locker bleiben? Sei verflucht. Es hat 10 Jahre gedauert, dieses Projekt zu bauen. Du hast keine Ahnung, was für Opfer wir erbringen mussten. Lass einfach meinen Vater gehen und wir nennen es ein ehrenhaftes Unentschieden. Von wegen, ich bin nicht dahin gekommen, wo ich heute bin, indem ich Leuten wie dir geglaubt habe. Selbst wenn du mich in Ruhe lässt, werde ich deine Kohorte zurückkehren, um die Arbeit zu beenden. Nein, nein. Warte, warte, warte. Wenn du ihn tötest, stirbt sein Genie mit ihm. Stimmt. Aber dann haben wir alle einen Schall. Ach so, aber dann haben wir alle seine Schaltpläne. Andererseits, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist ein Unentschieden die Antwort. Nur keine ehrenhafte. Kacke. Da ist schon alles gesagt. Er ist doch kein Ork. Geil. Das sollte dich aufhalten. Papa! 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 Kannst du mich hören? Er lebt noch. Hol seinen Täter. Verbände eine Trage. Irgendwas. Sohn, nimm mir das Ding ab. Nein, Papa, dann wirst du sterben. Ohne das BPO-Elixier sterbe ich sowieso. Lass mich dich ein letztes Mal mit meinen eigenen Augen sehen. Da bist du, mein Junge. Schau, was aus dir geworden ist. Star Wars grüßt. Captain deines eigenen Schiffs. Und Geisel von BPO. Ich bin so stolz auf dich. Ich war immer. Papa? Papa, nein! Nein! Gut. Wir haben den Teil geschafft, auch wenn wir nicht connected sind, weil es ein bisschen komisch geschrieben war. Und ja, wir nähern uns dem Finale. Doch leider muss ich jetzt hier sagen, ich mache einen Cut. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, tschüss.